Hallo zusammen. Der Wahnsinn geht weiter. Merkel und der Rest der Truppe verkünden die beinahe täglichen Beratungsergebnisse. In aufraffungsvoller Arbeit für den Bürger verschleißen sich die unterbezahlten Kompetenzriesen, um am Ende des Tages wieder nur das Gleiche, aber diesmal wirklich Notwendige zu erzählen. Man wisse, aber könne nicht sagen. Wir haben, aber vielleicht doch nicht. Wir sehen jetzt klarer, aber es könnte doch anders sein. Die Bürger müssen, aber sie sollten doch bitte. Man war im Fachkreis zusammen. Aber alles können die Experten ja nun auch nicht wissen. Die Sorgen der Menschen kenne man, die Nöte kann man nachvollziehen, bla 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 und so weiter und so weiter. Liebes Expertenteam, ja, wir wissen, dass ihr die Sorgen und Nöte der Menschen kennt, vom Hörensagen, aus der Welt der da unten, aus der Welt derer, die nicht auf Staatskosten zu Millionären geworden sind, aus der Welt derer, die gerade um ihre Existenz fürchten, die bald nicht einmal für den Mindestlohn einen Job finden werden. Wir erwarten nicht, dass ihr diejenigen anhört, die auf die Straße gehen, um ihren Unmut auszudrücken. Wir erwarten nicht, dass ihr andere Meinungen anhört. Wir erwarten nicht, dass ihr tausenden Ärzten, Pflegern, Krankenschwestern, Virologen, Ökonomen, Psychologen, Bauern und Mittelständlern zuhört. Wir erwarten nicht, dass ihr auch nur ein Wort darüber verliert, dass es keine Übersterblichkeit gibt, dass es immer weniger Krankenhäuser gibt, dass ihr trotz einer Pandemie keine zusätzlichen Intensivbetten bereitgestellt habt. Wir erwarten nicht, dass ihr auch nur einen Funken ehrlichen Mitgefühls zum Ausdruck bringt. Ob ihr ihn habt, das wissen wir nicht. Frau Merkel, wir erwarten aber, dass Sie im Kreise der Ihren, im Kreise der erlauchten Menschensteuermillionäre etwas Sinnvolles tun. Bitte, Frau Merkel, wenn Sie schon nicht genügend Lebenselixier verimpfen können, bitte zum baldigen Termin lassen Sie Pfandflaschen in ausreichender Menge produzieren und in Müllkästen deponieren. Wir werden mit Freude und unendlicher Hochachtung vor Ihnen danach suchen und fleißig sammeln. Schönen Dank fürs Zuhören. Bitte einen Daumen nach oben. Leute, einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.